Ich werde jetzt hier live während meiner Wortmeldung einen Corona-Test durchführen, sehr geehrte Damen und Herren, damit Sie sehen, wie wertlos und fehlgeleitet diese Massentestungen sind. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es aber nicht grundsätzlich um die Corona-Tests, sondern auch von uns Freiheitlichen eingebrachte Ministeranklage gegen den Gesundheitsminister Herrn Anschober. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Zusammenhang, mit dieser Ministeranklage sind Sie heute hier als Abgeordnete quasi die Geschworenen, auch wenn er nicht hier ist, links neben mir die Ministeranklagebank und sehr geehrte Damen und Herren und Zuseher zu Hause, die Österreicherinnen und Österreicher, Sie sind die Zeugen. Was man nämlich dem Gesundheitsminister, aber auch seinem Kumpanen, dem Kanzler, zur Last legen kann, die Beweislage sozusagen, ist erdrückend. Und zwar begonnen von den absolut absurden Massentestungen, die zurzeit durchgeführt werden, die nichts anderes sind als eine groß angelegte Umverteilung von zig Millionen Euro Steuergeld von der Bevölkerung in Richtung Pharmaindustrie bis hin zur Einschränkung und zum Ausverkauf unserer Freiheitsrechte, kann es so nicht weitergehen. Sehr geehrte Damen und Herren, und da bin ich auch schon bei den Massentestungen. Ich habe hier mitgebracht einen Test direkt aus einem Ministerium, mit dem auch die Massentests in einem Ministerium durchgeführt werden. Und, sehr geehrte Damen und Herren, den Patienten unter Anführungszeichen handelsübliche Cola. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, das ist ein Blödsinn, dieser Test, den Sie mit Steuergeld angekauft haben, mit mehr Steuergeld, als nötig gewesen wäre, um die Hackler-Pension aufrechtzuerhalten. Und wie wertlos dieser Test ist, den werden wir am Ende meiner Rede sehen, wenn das Ergebnis vorliegt, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sprechen von Blödsinn, bezahlen tut das die Bevölkerung. Aber weiter im Text. Nicht nur, dass Sie hier eine groß angelegte Umverteilung anlegen vom Steuerzahler in Richtung Pharmaindustrie und Co. Durch Ihren unstrukturierten Lockdown haben Sie Firmenpleiten, eine Wirtschaftskrise, eine Sozialkrise ausgelöst. Sie haben Existenzen zerstört, von Familienunternehmen bis hin zu betroffenen Arbeitslosen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie nehmen unseren Kindern die Bildung, das haben wir heute schon gehört. Und Sie zwingen unsere Kinder, Masken zu tragen, obwohl wir mittlerweile wissen, dass die Masken in den Schulen überhaupt nichts bringen. Sie behandeln unzählige Patienten nicht mehr. Produzieren somit einen Gesundheitsnotstand, der teilweise schlimmere Auswirkungen hat als das Virus selbst. Bei der Aufstockung der Bettenkapazitäten und des Personals und gegen die Krise entgegenzuwirken, da haben Sie bis heute versagt, noch nicht einmal begonnen haben Sie damit. Und, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben unser Land in eine Diktatur Leid geführt und errichtet und Österreicherinnen und Österreichern Grundrechte genommen. Den Österreicherinnen und Österreichern, Sie haben recht, Herr Kollege von der ÖVP, das ist unglaublich, haben Sie Freiheitsrechte genommen. Die Freiheit, sich frei zu bewegen, die Freiheit, die Familie und Freunde zu sehen, aber auch die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit insofern, dass wenn jemand zu Recht Ihren Maßnahmen kritisch gegenübersteht, dann machen Sie die Bürger in Österreich, die Österreicherinnen und Österreicher verächtlich. Sie denunzieren die Bevölkerung als Covidioten, als Gefährder, als Aluhutträger, wenn man zum Beispiel die Fragwürdigkeit ihrer Tests in Frage stellt und die Korrektheit ihrer Tests in Frage stellt. Und konkret hat der Gesundheitsminister auch seinen anvertrauten Rahmen der Möglichkeiten in rechtswidriger Weise schuldhaft überschritten, indem er Verordnungen erlassen hat, die gesetzlich nicht gedeckt waren, sehr geehrte Damen und Herren. Die Opfer und Geschädigten ihres Verhaltens sind die Österreicherinnen und Österreicher. Vernichtete Existenzen, gescholtene Kinder, zerstörte
Firmen, Arbeitslose, eine Krise, die sie herbeigeführt haben, die ihresgleichen suchen. Sehr geehrte Damen und Herren, mittlerweile liegt auch das Testergebnis ihrer Steuergeldverschwendung vor. Und ich darf sagen, Herr Präsident, wir dürften jetzt ein Problem haben, weil wir haben einen positiven Corona-Test im Parlament, nämlich dieses Cola hat einen positiven Corona-Test ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie damit umgehen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, mit solchen Dingen werfen Sie zig Millionen Euro Steuergeld aus dem Fenster. Anstatt für echten Schutz der Alten und Pflegeheime zu sorgen, anstatt endlich Geld zu investieren in unsere Krankenhäuser und das Gesundheitsbudget nicht aushungern zu lassen. Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, Sie haben das Vertrauen absolut verwirkt. Sie haben gezeigt, dass Sie unser Land nicht durch diese Krise führen können, sondern ausschließlich unser Land gegen die Wand führen. Hier, allein dieser Test zeigt ja, wie lächerlich Ihre Maßnahmen und Ihre Politik mittlerweile sind. Bezahlen muss Sie der österreichische Steuerzahler. Wenn Sie nur auch ein bisschen einen Rückgrat haben, sehr geehrte Damen und Herren, dann treten Sie geschlossen zurück.